So, diese Bewegung hier, in etwa so, sieht man in diesen Tagen ziemlich oft am Strand beispielsweise. Grundvoraussetzung, die Sonnencreme. Die sollte schon mal in der Badetasche sein, sonst brutzelt man so ganz ohne Sonnenschutz vor sich hin. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden darf man da so ein bisschen vergesslicher sein, denn da stehen solche Sonnencremespender kostenlos übrigens. Und Spaß, wie man hier sieht, kann man auch beim Eincremen anderer haben, kommt so ein bisschen auf das Gegenüber drauf an. Ja, das stimmt. Und welche Sonnencremes wirklich gut sind und bedenkenlos genutzt werden können und von welchen Sie besser die Finger lassen sollten, erfahren Sie auf brisant.de.